Tag zu Part 2. Aus. Wie ihr euch im letzten Part noch dran erinnern könnt, bestimmt, hatten wir hier diesen mittleren Raum mit dem Baum noch offen. Da waren wir zwischenzeitlich mal kurz gucken und zum Glück habe ich gefilmt. Dann zeigen wir euch jetzt mal noch kurz, was passiert ist. So, und wirst du schon von... Oh, zischt! Ja, weil der... Oh. Ja, gut, dass ich das hier noch aufgenommen habe. Da war wohl eine Falle. Wir wollten eigentlich den Raum nur ein bisschen erkunden gehen. Sehr schön. Haken wir das mal als erkundet ab. Und packen ein paar Fackeln rein. Da hätte der Stoll besser aufgepasst. Jetzt hätte ich besser aufgepasst. Du hast gesagt, ich soll da reingehen, du Sack. Ja, ich wollte dich halt opfern. Herrgott, was soll's. So, jetzt haben wir hier links den Gang noch offen. Und hier hinten rechts ist noch ein kleiner Gang, den gucken wir uns zuerst an. Ich wäre dafür, dass wir erst links lang gehen, hier so. Ja, da hinten rechts, das sieht so aus, als wäre es einfach nur eine Sackgasse. Nee, das da hinten sieht so aus, als würde es weitergehen, weil da Widerstand herrscht. Hier ist noch kein einziges Monster rausgekommen. Ja, dann gehen wir mal links gucken. Aber wie gesagt, da hinten rechts... Wie du dich vielleicht erinnerst, war da hinten alles voller Creeper. Oh, Moment, bevor ich hier... Ich habe was Schönes entdeckt. Ah, wunderbar. Das ist nämlich Silberfisch. Das haben wir übrigens auch rausgefunden. Der komplette Raum besteht aus Silberfischen. Ja, mein Creeper. Skelette, die sich selbst erschießen, umso besser. Ich stürme mal mit Licht. Oh, mehr Holz. Hast du einen Skelett am Arsch? Was ist? So, ich denke, das war's. Sieht nach unserer ersten Wolle aus. Jupp. Oh, hier ist irgendwo ein Spawn. Ich frage es wo. Tja, wenn wir das wüssten. Fred, ich habe mir eine Partikel auf minimal. Guck dich mal hier so ein bisschen um, ob du irgendwo was rauchen siehst oder sowas. Leider nein. Halb so wild. Wolle. Ich krall das Holz. Obwohl Holz haben wir eigentlich genug. Oh, es sind nur diesmal 3 Stückchen. Dann nehme ich mal nur eine mit. Ja, das wäre vielleicht besser. Ansonsten waren die Kisten hier bei den leichteren Maps nämlich randvoll mit Wolle. Kommt dann eher jetzt her, Stoll? Ich weiß es nicht. Wir haben den Spawner halt noch nicht gefunden. Und ich will ja auch nichts wirklich kaputt machen, weil das alles Silberfisch ist. Also geh mal einfach, würde ich sagen. Machen wir das. Baublöcke hast du noch? Nein. Nur Holz. Ich habe nur eine Wolle. Na, haben wir noch Holz. Schießt schon wieder auf mich. Schnell weg hier. Pack die Wolle bitte hier rein. Ich auch dafür. Zup. So, jetzt esse ich mal das letzte Essen. Mache ich auch dran. Und dann gehen wir mal gucken. Ich bin immerhin Level 16. Jetzt eine schöne Zauberungsbank. Siehst du auch diesen Creeper im Boden drin stecken? Nein. Das wird dann wohl nur bei dir so sein. So, da ist Beine. Oh, die spawnen da. Oh je. Die spawnen da hinten rechts um die Ecke. Das hier ist auch kein Silberfisch. Also zur Not können wir durch die Wand gehen. Kleine dreckige Homo-Fürst. Ich sehe sie. Ja, ich auch. Licht ist drin, jetzt nicht mehr. Na, ich habe ein paar gesprengt. Puh. Ach du Scheiße. Was denn? Oh.
Wie kann man denn hier ein Loch hinmachen? Okay, dann weiß ich, wovon ich aufzupassen habe. Oh Gott! Oh mein Gott! Du hattest die Wolle ja in die Kiste gemacht, gell? Ja, wächst du Arsch. Wo ist denn hier das Loch? Kleiner, dreckiger Arsch. Ah, hier ist das Loch. Es ist ein Loch. Ja? Genau eins. Das ist genau ein Loch. Genau reingefallen. Ja, ich habe eingelocht. Das muss man doch direkt sehen eigentlich. Das ist genau eines. Nee, hast schon, du kannst sehen, wo nachher das, der Kobbel ist. Er hätte sollen Haare drum malen. So ein kleiner Drecksack. Ich gehe mal gerade mal zurück in die Kiste und gucken, ob wir mittlerweile genug Spinnen für ein Bett getötet haben. Nein. Wie viel Wolle brauchst du für ein Bett? 3. Macht genau, macht 12 Seile. Wie viele Seile haben wir? 7. Man könnte eine von den 3 Wollen nehmen, die er uns da gegeben hat. Fehlt immer noch eine Seite. Ist noch ein Loch gewesen mit Pressure Plates drauf. So habe ich wahrscheinlich das erste Loch entdeckt. Stone Tools and Food. Wieder oben. Ja, dann heb mir mal bitte die Stone Tools auf, weil ich bin unausgerüstet. Jupp. Ich heb dir auch ein bisschen Food auf. Das war nett. Für eine ganze Lederrüstung reicht es leider nicht mehr. Echt nicht? Mm-mm. Intersection 1. Sehr schön. Oh, der Assi. Was denn? Ich zeig's dir, wenn du hier bist. Oh, und da unten ist ein neues Kapitel vom Buch. Yay. Naja, Bonusziel. 1 plus mit Sternchen, Fred. Naja, kann man sich eigentlich gönnen, hast recht. Hast du ja recht. Dieser Creeper schickt mich, der steckt hier im Boden drin. Hast du noch Fackeln übrig? 15. Nein, aber die können wir jetzt hier eigentlich nochmal, also einen Großteil können wir hier jetzt nochmal abbauen und die Spawner wechseln. Naja, du musst das Ausleuchten halt jetzt erstmal übernehmen. Das mit dem Loch hier war ziemlich... Ja, hast du gesehen, hier war es. Ich will es nicht nochmal sehen, Stör. Hier waren noch 2 mit Pressure Plates drauf. Direkt um die Ecke. Die Pressure Plates, die sieht man eigentlich, wenn man drauf achtet, ne? Sehe ich das richtig? Hier ist dein Essen in der Tools. Ja, aber... So, und das hier war so, als ich reingekommen bin. Kleinen Moment. Hast du gesehen? Was so war es. Drin? So war es. Ja. Und? Naja, das hätte ich nicht gesehen, wenn ich aufgepasst hätte. Das sieht man aber. Trees of Fun nennt man das, wo wir herkommen. Hm? Ist das hier Stein? Ja, warte, ich gehe mal hier runter. Your Float. Boomer Castle. Boomer Castle klingt sehr nach Creeper, meiner Meinung nach. Das hier klingt auch sehr nach Creeper. Was denn? Das Schild, wo drauf steht, Grove of Shrooms. Das klingt aber gleichzeitig auch nach Essen. Das stimmt wohl. Ich lasse das Kapitel mal hier drin, damit wir es nicht verlieren. Also, ich würde sagen, erst Richtung Essen, oder? Ja, das wäre dann hier. Übernimm das mal mit den Fackeln. Was hast du da unten gefunden? Nimm mal das hier. Ein Kapitel und das hier. Hinter dir. Oh. Hübsch. Und gerade Essen. Oh, Kohle. Gott sei Dank. Ich traue mich mal, sie zu hacken. Das ist ein Creeper, der gerade seinen Weg nicht findet, Gott sei Dank. Ich habe wieder einen Bogen, also ich kann snipen. Oder so. Hier ist aber reichlich Kohle. Habe ich da gerade was ticken gehört? Ich habe einen Creeper geschlagen.
Die zischen halt auch so wie Dynamit. Ne, dieses Ticken von der Falle halt. Hier ist direkt was vor meinen Augen gespawnt. Hier sind direkt vor meinen Augen 3 Creeper gespawnt. Fred, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich bring Gesellschaft mit. Bevor wir weiter vorgehen, holen wir die ganze Kohle hier. Nicht alle. Ich habe nur noch 9 Fackeln. Ich brauche jetzt erstmal Kohle. Hast du ein paar Stöckchen dabei? Nein. Kann ich dir die restlichen von mir geben? Creeper oben ist tot. Hier hast du 15 Stöckchen. Wenn da oben Spawner sind, dann brauchen wir Licht. Quatsch, Licht wird überbewertet. Ist die Wand hier auch wirklich Wand? Ja, die Wand ist Wand. Hier gibt es noch mehr Kohle. Das ist ziemlich gut. Oh, creepy. Oh, da oben spawnen sie gerne. Wo oben? Da oben rechts. Da oben steht Enderman. Gucken bloß nicht an. Bei mir steht da oben ein Creeper. Ah ja, der Enderman hängt bei mir auf deinem Boden drin. Oh, da hinten ist gerade noch einer gespawnt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, wow. Vorsicht, weg. Eieieiei. Okay, wir müssen den Spawner da oben finden, wo auch immer er ist. Vorsicht. Hier ist es dunkel. Da oben ist es dunkel. Ach doch, den scheiß Fackelding ist da drin. So. Hast du es noch nicht gesehen? Ich hab mich gerade nicht drum kümmern können. Irgendwo hier oben ist es. Ich hab das erledigt. Das hier ist alles Stein. Ah, ich hab ihn gefunden. Er ist weg. Zumindest um einer. Da vorne hat auch gerade irgendwas komisch gebrannt. Hat es ausgesehen wie ein Spawner eigentlich. Jetzt ist weg. Vielleicht in der Wand drin? Ja, durch den Stein durch. Der hier war auch in der Wand drin. Da ist gerade noch einer von der Decke gefallen. Die spawnen auch in der Decke. Naja gut, das Schild hat ja darauf hingewiesen, dass es hier macht. Ja. Naja, sicher, ich lese doch hier. Die Spawner? Ja. Oh, die fallen von der Decke wie irre, Fred, wir müssen. Ich sehe sie halt nicht, wenn meine Partikel aus sind, das ist das Problem. Ja, hier, der ist relativ offen. Vorsicht, Vorsicht. Immer nicht mal um den Skelett. Der ist die größere Nervensäge im Moment. Er ist tot. Wow. Er kam da oben irgendwo raus. Ach. Das hier ist lustig. Wir kommen zwar konstant weiter vorwärts, aber wir müssen uns immer noch mal zurückziehen. Das ist wie im Krieg. Traum ich gar nicht. Ich irgendwie vor jetzt zu gehen. Geh, du musst nur auf deinen Rücken aufpassen. Sobald das Zischen hörst, rumdrehen. Hau noch einmal.
Hätte schon müssen einmal hauen, ich habe dreimal getroffen. Ich würde gerne die Spawner loswerden, weil sie fallen immer noch, auch wenn langsamer. Oh. Ja, ich gehe jetzt aber nicht die Decke ernten, Stör. Und dann passiert sowas und dann werden es wieder mehr, weil sie die Fackeln loshauen. Für größeres Problem ist das Essen. Ja, das ist ja hoffentlich gleich kein Problem mehr. Vorsicht. Oh shit, das hier ist Silberfisch. Herrlich. So viel zu dem Thema, mal kaufen uns nicht um die Spawner zu kümmern. Ey, ich bin nur zu dir zurückgekommen, um dich zu retten. Hättest du dann einfach weitergehen und dann wäre nichts mehr gekommen. Wie weitergehen? Ich war komplett in Sicherheit. Ich weiß nicht, wovor du mich retten wolltest. Musst du dir dann das Let's Play angucken. Versuch am besten meinen Kram nicht zu sprengen. Ich hab ihn schon komplett im Sack. Versuche hier auch mal gerade wieder so halbwegs nicht zu machen. Ich würde so unglaublich gerne diese Spawner finden. Kommt hier eine Spinne hoch? Ich weiß es nicht. Wissen. Fred, da unten ist unendliches Essen. Was ist denn da? Mushrooms. Ja, aber was macht man Pilzsuppen? Mushrooms? Die kann man melken. Melken? Mhm. Na wunderbar. Die geben halt anstatt Milch, geben die halt Pilzsuppen. Wo bist du denn? Schütze dich mal vor diesem Creeper. Das hättest du vielleicht etwas früher sagen sollen. Dann komm einfach mal ein Stück zurück jetzt, damit ich den Weg jetzt nicht 25 Mal gehen muss, um zu sterben. Geht aber gerade nicht, Fred. Der komplette Gang ist voll mit Creeper. Töte sie. Ich brauche einen Bogen jetzt. Ich arbeite mich halt gerade mal an den Deckel lang, wenn ich die Spawner suche. Das geht so hier nicht weiter. Oh, einen habe ich. Zwei habe ich. So. Im Moment sieht es relativ sicher aus. Ich versuche mal rüberzukommen. Oh, obwohl. Ich bin jetzt gerade an der Kreuzung. Komm, ich versuch's. Okay, also einer von den Mushrooms ist auf jeden Fall tot. Guten Tag. Guten Tag. Pass auf, da kommt einer. Lass uns mal weiter nach oben gehen, damit nichts spawnt einfach. Nach oben? Lass uns mal weiter nach hinten gehen, damit nichts spawnt. Da oben ist alles voll, komm zurück. Wo ist denn hier alles voll? Hier ist ja gar nichts. Ja, dann bleib mal kurzzeitig da oben. Komm hier runter. Da oben kannst du nichts in Ruhe machen, Fritz. Komm ganz hier runter. Ich verstehe den Sinn halt nicht, warum man sich hier dreimal durcharbeiten soll.
Wo war er denn? Ist irgendwo rausgekommen. Ah, das war bei dir. Ich hab schon gesagt, es war bei mir. Was ist mit dem Fackeln? Und Stimmt. eigentlich wesentlich mehr Pfeile. Mehr Pfeile habe ich nicht. Das ist relativ schlicht. Wahrscheinlich ist die Fackel hingeworfen. Wisch überhaupt. Ich bin jetzt wieder von vorne. Hier sind Fackeln, Pfeile. Ne, ich habe keine Pfeile. Hier sind die Fackeln. Axt, Schaufel und lauter so Kram. Ist das hier Silberfisch? Ja. Oh oh. Mir hat sich gerade nichts mehr bewegt. Jetzt geht's wieder. Ihr Wichser, ich bin unten. Ich bin unten. Ich bin unten. Versuchen wir noch ein bisschen was. Also der Zombie. Was ist Creeper? Ich finde keinen wirklichen Weg zu mir. Ich glaube, diese Ranken verwirren ihn irgendwie. Da sind ein paar mehr Creeper, ne? Ich mache mal einen Beleuchtungslauf. Oh. Oh fuck. So viel zum Thema Beleuchtungslauf. Das waren, glaube ich, zwei gleichzeitig. Ah. Wir brauchen so dringend mal ein Bett. Da-da-da. Hoffentlich ist hier alles frei. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ist jetzt die Frage, in welche Richtung wir uns zuerst vorkämpfen. Wir müssen den Raum ausgeleuchtet kriegen. Woher brauchen wir uns irgendwo hinzukämpfen? Ja, in irgendeine Richtung muss man halt vorgehen. Auch zum Ausleuchten. Ja, mein erster Vorschlag wäre mal erstmal rennen. Rechts gehalten sind halt relativ viele Creeper. Die alle meinen, sie müssten mich jetzt verfolgen, Klippendrechsel. So, jetzt muss ich vorsichtiger sein. Keine Rüstung mehr. Vor allem müssen wir aufpassen, da unten laufen die ganzen Mushrooms rum. Wir müssen aufpassen, dass da nicht jedes einzelne drauf geht. Sonst haben wir, glaube ich, ein Problem, wenn das die einzige Nahrungsquelle in der Map hier ist. So ist es. Also im Moment ist es relativ leer. Am besten kommst du jetzt. Ich bin auf dem Rückweg. Ich hoffe jetzt halt, dass mir jetzt nicht der ganze Gang voll spawnt, wenn ich hier hochgehe und nur eins vorkommen. Ich mache mal einen kleinen Lauf. Da. Gut, dass ich hängen geblieben bin. Ja, das sind diese dummen Ranken. Wenn ich deinen Kram sehen würde, würde ich ihn holen gehen. Relativ in der Mitte an der letzten Fackel. Ah, ich sehe deine Erfahrung. Ich weiß halt nicht, wie ich hinkommen soll, ehrlich gesagt. So wie ich durchlaufen.
Ach du Scheiße. Das wird so nix. Besser Optionen. Optionen, ja, ich überlege gerade. Meine Standardlösung macht halt super scheiß Video. Was gut, denn? dass ich nicht aufzeichne. Ich würde jetzt mal anfangen zu graben. Vielleicht schaffst du es ja so Fortschritt zu machen. Da stößt du garantiert auf Silberfisch. Da versuche ich halt rundherum zu kommen. Ich denke, so ist das hier ohne Rüstung sehr schwierig. Weil reinlaufen ist schön und gut. Das bringt einem nichts, wenn man mit einem explodierten Creeper direkt tot ist. Na, herrlich. Guck, dass du in die Lava kommst. Du bist in der Lava. Ja. Er war schlauer als ich. Was meinst du, sollen wir mal eine Pause machen und uns wieder sammeln, anstatt jetzt weiter wir sammeln uns die für Idioten Part da 3. reinzustürmen und permanent zu sterben? Also, bis zu Part 3 und den Mushrooms. Auf Wiedersehen.